Herr Dr. Bremer. Ach so, soll ich jetzt einfach gleich, ach, Sie können das schneiden. Man hat ja heutzutage mit einer enormen Anzahl an Patienten zu kämpfen, muss ich schon fast sagen, im Krankenhausalltag. Ganz wichtig dabei ist, dass im Krankenhaus immer steril gearbeitet wird. Da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt. Geht ja schließlich um Menschenleben. Und ja, da achten die Mädels dann schon drauf, dass, also die Krankenschwestern, das, ach so, das müssen wir vielleicht nochmal machen. Ja, das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Also man muss sich das einreiben und dann so verteilen. Da müssten wir mal kurz einen Break machen. Was wollen Sie denn da jetzt konkret von mir hören? Ich bin da jetzt... Es gibt da nämlich so Anleitungszettel. Ach so, geht das mit dem Sender hier? Wäre ja blöd, wenn ich Ihnen da irgendwas Falsches erzähle und dann... Wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, Herr Dr. Bremer, erzählen Sie mir doch mal, wie eine Bypass-Operation funktioniert. Ah, hier. Das, Sie nehmen das jetzt noch nicht auf, oder? Nein, nein. Da wollen wir mal sehen, wie... Das war jetzt nicht so rund irgendwie. Machen wir es lieber nochmal. Und dann versucht man die Finger, die... Ach so. Da habe ich jetzt was vergessen. Ja. Da haben wir es. Ja, wenn man weiß, wie es geht, dann ist das natürlich kein Problem. Zusammenfassend lässt sich also schon sagen, dass Hygiene bei uns im Haus einen Stellenwert besitzt.